Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie diese 5-Tage-Runde, also das grüne Schild mit der grünen 5, nicht da, wo das blaue Schild mit der blauen 7 ist, diese 5-Tage-Runde läufst, ganz entspannt mit Wasser suchen, mit Filmen, mit Fotografieren, wenn du das machen möchtest. Und halt einfach mal was ganz Lockeres machst, ohne dass du jetzt irgendwie eine riesige Kilometerleistung am Tag hast. Oder halt auch wirklich Zeit zum Rumgucken und bis vielleicht auch mal, je nach Wetter, ein bisschen was zum Lungern hast. Also was kann ich mir gut vorstellen, dass dir das gut gefällt. Oh, ich stehe jetzt genau da, wo der Jürgen vor 6, 10 Wochen war. Jo, Tag auch, Jürgen. Jetzt stehe ich genau da, wo du vor 10 Wochen ungefähr warst. Hab gedacht, ich erwische noch den Sonnenuntergang für dich. Da sieht man noch ein bisschen Sonne. Ich bin eine Minute zu spät hoch und dann war ich auch nicht alleine. Ja, morgen kommt Regen, morgen Nachmittag ist es mir wurscht. Ist wieder mal so ein Tag, nichts für Mädels, aber vielleicht ist das nicht schlecht. Ich habe mich darauf eingestellt, ich habe, weiß nicht, den Schirm werde ich nicht mitnehmen, aber ich habe einen Poncho dabei. Ja, und dann schaue ich mal, ob die Runde was ist, so wie du das gesagt hast. Ausgesucht. Es soll ab Mittag regnen, also ich habe mir heute den denkbar schlechtesten Tag ausgesucht zum Anfangen. Aber naja, Hauptsache draußen in der Schöpfung ein bisschen abschalten. Ja, habe mal Winterzeugs dabei, also das heißt ein Hobo, ein Gaskocher und laufe jetzt mal so dahin. Ist eine sehr schöne Gegend. Also auch im Februar, auch wenn es regnet, denke ich jetzt mal. Ja, und wer Lust hat, der kommt jetzt mit oder auch nicht. Mal sehen, wie das hier wird. Ja, wieder ein klitzekleines Abenteuer. Erst flöckelt es ein bisschen heute. So wie jetzt gerade eben. Und dann regnet's. Oh, Fledermäuse. Ich glaube, ich habe das neulich mal irgendwo auf YouTube gesehen. Da war auch schon jemand. Thank you.
Wow, geiles Höhlensystem. Ich kann mir vorstellen, das hat der Wolkenfänger ergiebigst exploriert und vielleicht sogar dort übernachtet. Mal sehen. Nicht so der Höhlenmensch. Aber so mal reingucken, mache ich schon. Moin Wolkenfänger. Ich war schon oben in der Zwergenhöhle, habe es mir angeschaut. Ich kann mir vorstellen, du hast deine letzte Nacht drin verbracht. Das ist ja ein ziemlich verzweigtes Höhlensystem. Und ich bin halt so weit gegangen, weil ich habe den Rucksack nicht abgesetzt, wie es gegangen ist, dass ich nicht gerade festgeklemmt bin. Jetzt bin ich hier ganz heroisch wieder runtergeklettert, musste sogar den Rucksack für 2 Meter ablegen, sonst hätte es mich hier runtergeknallt, weil es ist ziemlich nass und feucht und rutschig. Und jetzt geht's weiter in Richtung Bottenstein. Ja, das kennst du ja. Ich habe es gerade auf der Burgruine Hollenberg oben gesehen. Also der Regen, der trifft mich. Der kommt auf jeden Fall. Es sind überall schwarze Wolken und hinter mir, da schauert es auch kräftig. Man sieht hier an der Püttlach doch immer wieder mal so klare Zuflüsschen.
Also die stammen wohl schon aus dem Quellgebiet. Ich hatte mir ja vorhin einen Tee gekocht, auch aus so einem Zulauf mit klarem Wasser. Ja gut, es hat ein bisschen modrig geschmeckt, aber es war schon okay. Da schauen wir mal, ob ich bis heute Abend Magen-Darm bekomme, gell? Das ist hier ein ausgesprochen schöner Weg mit plätschernder Püttlach, klarem Wasser daneben, diesen zuflussarmen Felsen links und rechts und wenig Leute. Da habe ich jetzt noch Glück gehabt mit dem schlechten Wetter. Also es hat bis jetzt nur so ein bisschen gesiefert und nicht so richtig geschüttet. Insofern war das jetzt wirklich ein Hochgenuss, durch dieses obere Püttlachtal zu wandern, auch wenn es nur 2, 3, vielleicht 4 Kilometer waren. Jetzt bin ich auf dem alpinen Steig bei Pottenstein. Pottenstein soeben passiert. Bäckerei war offen, habe ich ein Käffchen getrunken. Es war ein schlechtes Käffchen, aber es trägt dazu bei, dass mein Flüssigkeitshaushalt passt. Insofern darf man nicht meckern, gell? Ja, hinter mir ist jetzt eine Regenfront, die kommt immer näher. Ich fürchte, das trifft mich jetzt doch noch so richtig, aber naja. Nennt sich Alpiner Steig. Fühlt sich auch so an. Schon sehr feucht geworden. Das Wetter ist so grauslich. Da habe ich jetzt so eine halbscharige Höhle gefunden, wo es einigermaßen trocken ist. Es tropft ein bisschen. Und habe beschlossen, ich bleibe hier. Weil jetzt immer mehr, also ich fange immer mehr an, dass ich durchnässt bin. Und da ist jetzt gerade so die Grenze erreicht, die Komfortgrenze. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann ist wenigstens hier einigermaßen trocken und auch windstill. Aber ein Hobofeuer wird es nicht geben, weil ganz hinten da übernachtet eine Fledermaus oder überwintert eine Fledermaus. Und da werde ich kein Feuer machen.
auch kein Gas kochen, keinen Gaskocher anstellen. Ja, tropft alles runter hier. Aber ich glaube, das ist noch die beste Variante. So, uns gibt es heute eben kaltes Essen. Es ist erst kurz vor 4 und es wird eine lange Nacht werden. Heute Nacht soll ja der Regen noch in Schnee übergehen. Also das wird richtig spannend. Ja, ich habe es ja gewusst, der heutige Tag, das ist kein Tag für Mädchen. Aber da muss ich jetzt durch. Ich bin nochmal umgezogen. Die Höhle, die erschien mir nicht geheuer. Das hat zu sehr getropft. Und nachdem noch so ein Rest Tageslicht ist, habe ich hier mein Tarp aufgebaut und hoffe damit, dass ich damit ein bisschen besser durch die Nacht komme. Also es ist jetzt wenigstens irgendwie abgespannt und damit bleibe ich unten drunter trocken. Der Wind kommt von da. Also ich hatte ja das Gatewood Cape noch nie bei Regen, aber irgendwann ist halt immer das erste Mal und jetzt werde ich noch den Rest meiner Sachen umtragen und mal schauen, wie ich dann diese Nacht hier überlebe. Ach ja, es ist halt immer ein Abenteuer. Ja, und wenn ich das überlebe, dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Ja, also es war jedenfalls haarscharf oder knapp, weil ich bin zwar feucht, aber ich bin nicht komplett durchnässt. Also insofern hoffe ich schon, dass ich morgen dann wieder weitergehen kann. Und tschüss. Na, das sieht doch besser aus. Nicht, dass du da hier noch eine saftige Lungenentzündung geholt hast. Stopp. Ich bin ja gar nicht die Mama. Nein, Quatsch, keine saftige Lungenentzündung. Ja, ich wünsche dir natürlich eine gute Nacht. Tarp steht ja, kann ja nichts passieren. Unten drunter ist es trocken. Ja, ein bisschen Kondenswasser, aber kannst ja auch ein bisschen vorne offen lassen, dass es möglichst noch ein bisschen rausziehen kann. Ja, dann lass es dir gut gehen.